So, nachdem ich nun den Apfel gegessen habe und den Fehler gefunden habe, also bei meinem Klon ist es wohl so gewesenerweise, sollte es so sein, dass man einen bestimmten Multiplikator hat für die Spawnrate der Tiere und den Multiplikator musste man runtersetzen. Und das tat ich auch. Nur leider ist mir dann beim Durchstöbern des Quelltextes aufgefallen, dass da ganz komische Funktionen drin waren, die auf diesen Wert zugegriffen haben. Und laut dem Wert war es naheliegend, ach, der ist mal dran, dass es genau andersrum war. Und deswegen habe ich jetzt den Wert hochgesetzt, statt runtergesetzt. Der Faktor beträgt jetzt nicht mehr 0,1, sondern 10, also genau das Gegenteil davon. Und jetzt, man sieht, hier mal ein Tier, da hinten irgendwo mal ein Tier, da irgendwo wieder, da bei denen vielleicht mal irgendwie ein Tier. Also jetzt sind es wirklich weniger Tiere. Und so macht das auch viel mehr Spaß. So funktioniert das Ganze auch. Aber ist natürlich klar, umso mehr Tiere sind, umso mehr Traffic muss natürlich übersendet werden, also übermittelt werden. Und das war schon teilweise ganz schön laggy. Ich sag mal hallo. Oh. Gut. Ja, wir wollten wandern. Die Frage ist nur wohin. Da hinten ist ein Berg. Wir haben kein, wir haben gar nichts, Alter. Wir haben echt einen Scheiß. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwie mal ein bisschen an Ressourcen rankommen. Wie sieht es denn hier aus? Sieht ja schon scheiße aus. Wer macht denn so einen Dreck? Ach, hier geht's runter. Na, hier ging's runter. Na gut. Na komm, no, Alter. Siehst du da hinten mal ein stillgelegtes Haus? Was ist hier eigentlich? Da ist. Da sind Pflanzen. Ist das hier bewohnt? Ja, das gehört Walker. Ach ja, ich hab ja Rechte. Ich hab Rechte, du Arsch! Ja. So. Dann haben wir noch ein bisschen Stroh. Ja, das Haus hier ist komplett verlassen. Irgendwie war hier früher mal einer, aber der hat den irgendwie aufgegeben. Keine Ahnung. Seitdem ist das Haus hier komplett out of order. Ja, das hier funktioniert nicht mehr. Der Portal, oder das Portal zum Himmel wurde deaktiviert. Von Herr Wuzzi. Gehen wir mal in die Hölle. Ich nehme gleich mal mit. Ich schieße sowieso so allein und verlassen rum. Dankeschön. Oh, ist hier irgendwas Spannendes? Wow. Wir dürfen uns nicht verlaufen, sonst wird das ein Böse enden. Sieht der Geld wieder relativ gut aus. Na gut. Autsch. Das wäre jetzt mal dumm. Na, gibst du vielleicht mal zu? Verstehe. Nicht wirklich, aber ist jetzt auch egal. Oha. Kohle. Können wir leider nicht mitnehmen, ist ja hier alles privatisiert. Einem Herr WSD-Guy. Na gut, wir laufen einfach mal in die Richtung. Mal gucken, was da so kommt. Können noch da hinten hin. Wow. God damn it, was mache ich denn hier? Ist hier was? Ich soll vielleicht mal gucken, wo ich hinlaufe.
Ich habe kein HP, kein Nitro, gar nichts. Also vor allem keine Verpflegung. Und renne hier rum wie so kleiner. War hier unten schon Ende? Ja, das ist das Ende von der Welt. Das ist Obsidian. Weltraum, irgendwas, was nicht gut ist. Und was man auch nicht abbauen kann. Legalerweise. Es gibt Vermittlungswege, allerdings sind die halt illegal. Im normalen Let's Play kann man die nicht wegbekommen. Auch nicht mit Sprengstoff oder ähnliches. Ist also relativ gut angelegter Tresor. Ich komme nie wieder raus. Geht sie wieder hoch? Oh, oh Gott, Alter. Was mache ich hier? Halleluja. Ich glaube, wir gehen zurück. Das ist nämlich alles nicht. Ich gehe mal noch hinten an mein Feld vorbei. Wir haben hinten noch so ein Feld, wo ich mir erstmal ein bisschen was hier einramschen kann. Und dann gucken wir mal, dass wir hier wegkommen von der Insel. Der hier? Ja, ne? Ja, doch. Bam, 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 bam. Yay! So. Warum ist denn hier Wasser? Was ist denn hier passiert? Also seht ihr hier? Kein einziges Tier, nur die paar, die hier. Und so muss das sein. So ist das vollkommen in Ordnung. So kann man mit den Tieren schon arbeiten. Und nicht, dass hier überall 50.000 Tiere hier rumlatschen. Das ist nicht mehr normal. Gut, wir nehmen mal den offiziellen Weg. Ich meine, jetzt ist es zwar natürlich mit der Essensbeschaffung ein bisschen schwieriger, klar. Aber auch dafür, ja. Erstens fühlt es sich dadurch survivaligerer an. Am Ofen? Ne, das nehmen wir. Ach, scheiße, die keiner braucht. Und zum anderen, ja, wird es natürlich auch noch ein bisschen spannender. Weil eben, da waren halt so viele Tiere, dass es zum einen halt unnötig den Datenverkehr belastet hat und zum anderen halt auch, da war halt überhaupt kein Survival mehr, weil die Tiere, die kamen ja quasi angeschissen. Da sind Kisten. Ist da was drin, ne? Nein. Nein. Schade eigentlich. Nein. Na gut. Na. Fuck. Das mal. Da vorne das Feld. Mit dem wusste ich gar nicht mehr, was da war. Das hatte ich einmal angepflanzt gehabt. Hier sieht man ja, hier ist Stalker. Da hatte ich mal so normal gespielt. Und seitdem habe ich das Feld nie wieder verwendet. Hier gibt es allerlei schicke Sachen. Steinsreste, das längst vergessener Zeit. Vor allem schön viel Getreide. Und genau das Getreide werden wir jetzt mal zu gut nehmen. So. Ach Gott, hier gibt es sogar rote Beete. Das Zeug, was man am wenigsten braucht. Na gut.
Wenn wir aber schon mal hier sind, weißt du was, komm, mach das mal, gib's mal her hier. Das macht ja so kein Wow. Ach nö, das hier. Okay. Dann pflanze ich hier gleich mal komplett rote Beete an. Dann ist das Feld hier auch mal ein bisschen ordentlicher gehalten. Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte rote Beete pflanzen. Du Wahnsinn! Perfekt. So. Dann haben wir jetzt hier erstmal ein bisschen was abgeerntet. Dann können wir uns jetzt langsam mal Richtung Weltherrschaftsreise aufmachen. So. Rest schmeiße ich einfach mal weg. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Können wir doch später für unsere neue Welt gebrauchen. Was ist das denn hinten? Das ist auch ein Haus. Nice. Gehen wir mal dahin. Weil da in die Richtung sehe ich erstmal hier nichts. Na komm, wir gehen mal in die Richtung. Mal gucken, was da kommt. Da scheint ja zumindest ein Strand zu sein. Hier ist auch nochmal eine Box. Wie auch immer das der Bereich hier gehört. Geht's da rein? Da geht's rein. Achso, ist bloß hier so geendet. Eine kleine Hängbleibefalle hier. Für schwer erziehbare Kinder. Ah, was ist denn hier? Überall schon Dschungel. Anna! Moinsen! Oder besser Ben. So. Hier ist eine Tür. Was ist denn? Ich weiß nicht. Wie sieht es denn hier aus? Jetzt rennen wir schon wieder in eine Höhle rein, wo wir wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Okay, jetzt kann ich tief runter. Wir gehen mal lieber. Gucken, was hier so kommt. Hier weiß jemand nicht, wie man Treppe baut. Dass man die immer drei hoch macht und nicht zwei hoch, damit genau sowas nicht passiert. Andersrum. Dass man die mal vier hoch macht und nicht drei hoch. So wird ein Schuh raus. Ist hier, geht's da nicht, geht's da noch weiter? Achso, da hat er aber auch aufgehört. Na gut. Hier geht's auch nicht. Doch, hier geht's noch weiter. Aber hier wird's dunkel. Na gut, lassen wir mal lieber. Wisst ihr was? Der nette Herr hat sich hier abgebrochen scheinbar und hat auch nicht privatisiert. Also klaue ich mir einfach mal hier die ganzen Fackeln, ne? Keine Ahnung. Ja, hier. Oh, jetzt aber dunkel. Ich habe die Fackel nicht aufgesammelt, kann das sein? Also ist natürlich Butsch. Ach du Scheiße, noch der Dach hier. Ich dachte schon, mach ein bisschen nicht mehr hoch. Oh, das sieht aber auch schäbig aus. So, okay. Genug Wohnungen verunstaltet. Ich mache mir weiter auf dem Weg hier. Hä, wo bin ich jetzt überhaupt? Da muss ich hin. Gott. Amer 66 ist ja auch ganz schön weit weg. Wetten, der wurde 1966 geboren. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Das regnet ja. Was für Scheißwetter! Hier ist doch schon alles nass. So, wir müssen noch mal was essen. Wir haben aber nichts zum Essen dabei, oder? Ne, aber nicht. Das hier, kann man das essen? Ich habe absolut gerade keine Ahnung. Ja, wow. Bringt ja voll viel. Yay. Wir sind so satt. Oh, Anna 161 ist auch bereits wieder raus. Das ist natürlich traurig. Oh, meine Internetverbindung ist quasi überhaupt nicht ausgelastet. Kann also nicht an mir liegen. Vor allem der nette Herr Amer ist ja auch noch an. Ah, hier ist Kohle. Ach nee, so. Hier ist Obsidian. Hat jemand versucht, ein Tor zu bauen? Das sieht so. Ja, klar, hier hat jemand versucht, ein Tor zu bauen. Sieht so aus. Danke.
Danke. Dass sie alle nicht ihre Gebäude schützen. Oh Mann, ey. So, ist es hier sonst noch irgendwas Interessantes? Irgendwie ist hier gerade gar nichts, außer der Obsidian. Hä? Aber gut, das Obsidian werde ich jetzt nicht abbauen, das dauert zu lange. Das kriege ich auch, glaube ich, gar nicht abgebaut. Also abgebaut kriegen tue ich es wahrscheinlich schon, aber wenn ich es abbaue... Hä, ist das da Feuer? Digga, da brennt! Scheiß Blitze! Ah ja, Flammen habe ich ja deaktiviert, also Feuer habe ich ja deaktiviert, also das Feuer ist noch da. Aber es verursacht keinen Schaden mehr und es breitet sich auch nicht mehr aus. Weil es natürlich hier auf so einem... Wow! Das ist hier natürlich auf so einem Server... Wäre das eine absolute Katastrophe, vor allem weil wir hier natürlich hier im Dschungelbereich sind, ne? Da würde erstmal quasi alles abbrennen. Ich bin mir hier gerade nicht so sicher, ob das, was ich hier mache, gut ist. Hier ist... Och du Scheiße, ist dafür... Guck dich das mal an! Da ist ja ganz viel Lava! Ob hier mal jemand gestorben ist? TTT. Bitte was? Was für ein TTT? Ah, Pilz kann man immer gut mitnehmen. Aha! Dankeschön! Da hat jemand den Ofen nicht geklärt. TTTT. Verstehe ich nicht. Digga, jetzt auch viele Ressourcen. Hm. Na gut, das Problem ist, das Gold kann ich wahrscheinlich nicht mitnehmen, soweit ich weiß. Braucht man dafür nämlich eine Stahlhacke. Aber hier ist schon viel Eis, Kohle. Ah, der wird sich wundern, wenn er hier wieder auftaucht. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, verschwindet einfach. Warum ist einmal Left the Game in zwei Zellen geschrieben? Das verstehe ich gerade nicht. Was für eine Zellenverschwendung, Alter. Die angefangene Zeile da unten, ja? Wo das Wort Game drin steht, ja? Hätten Kinder in Afrika essen können. Ich weiß, darüber macht man keine Witze. Fucking Slimer! Den überlebe ich nicht. Hier rauf. Schnell. Hä? Wo ging's hier raus? Fuck. Wo ging's hier raus? Ach hier. Okay. Boah, Alter. Digga. Was tue ich hier? Komm ich überhaupt hier raus? Ich habe gerade gar nicht geachtet, ob dass ich nur irgendwo lang gehe. Wo ich wieder rauskomme. Dankeschön. Boah, Alter. Ey, ich muss hier höllisch aufpassen. Wir sind hier immerhin... Boah. Bitte hier nicht refreshen. Das macht man nicht. Gut, wir haben 7 Steine. Und einmal das da. Du Kacke, kommen wir nie wieder raus. Ist ja doch höher, als ich dachte. Ah, das ist Bullshit. Kann ich hier? Ne, ich kann ja auch nicht bauen. Das ist also definitiv ungesund. Gut, ich versuche mich mal oben lang zu baggern. Ich will an die Kohle hinten ran. Das ist ja nicht der Herr, der sie nicht abgebaut hat, ja? Hier ist alles schon ausgeleuchtet, aber nichts abgebaut. Wahrscheinlich war es ihm zu heikel. Was ich doch irgendwo verstehen kann. Digga, wie viel Kohle hier ist einfach. Oh Gott, was ich hier mache, sollte man eigentlich nicht machen. Ich merke schon, ich werde hier unten sterben. Uah! Alter! Hä? Amma Join the Game ist auch wieder in zwei Teilen geschrieben. Was ist denn hier los, sag mal? Gut, okay, ich verschwinde hier raus aus der Höhle. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Sagte er und baute noch 3 Kilo Koks ab. 3 Kilo hier Schotter. Also weiß schon. Wie kommt man wieder raus? Hallo? Da kommt man raus, oder? Kann hier raus? Kohle, Kohle, Kohle! Oh Mann, Alter, wir werden hier sterben. Kommt der King Creeper? Ach ja, stimmt, der wollte ja jetzt die Wahrscheinlichkeit runtergesetzt habe.
ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit der Gegner gesunken, dass die kommen. Also hier Creeper etc. Oh, das fällt immer auf hier. Das fällt immer normal, ja. La 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 la. Ich komme nicht mehr rauf. Ich bin tot. Ich bin verloren. Aha, ich komme noch rauf. Ja, komm, komm. Komm. Ja. Alter, man sieht überhaupt nicht, wo man hinläuft. Fuck you. Darauf. Und jetzt muss ich da lang. Dann kann ich hier hoch. Da. So, jetzt hier rauf. Und dann kann ich hier rauf. Und dann kann ich darauf. Darauf. Yay, wir haben es geschafft. Gut, die Frage ist, von wo kommen wir? Wir kommen von da. Wir müssen also dahin. Jetzt ist Left the Game in einer Zeile geschrieben. Muss man das verstehen, ne? Was ist denn hier los? Na gut. Nichtsdestotrotz werden wir erstmal aufhören und dann werden wir im nächsten Level daher irgendwo in die Richtung schwimmen. In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V.